Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiße Edition. Ja, ihr hättet bestimmt nicht gedacht, dass dieses Projekt nochmal weitergeht, weil seit ungefähr, ich glaube, 2 Wochen nichts mehr davon zu hören war und überhaupt von anderen Projekten auch nicht. Ich habe auch nicht trainiert, ich wollte eigentlich trainieren, habe ich ja angekündigt, aber bin ich nicht zugekommen, beziehungsweise ich habe mir nicht die Zeit dazu genommen. Aber ist auch nicht weiter schlimm, weil wir in der Vergangenheit auch viele Routen jetzt nicht übersprungen haben, aber uns nicht alles komplett angeguckt haben. Und da ist ein Grafikfehler. Ich glaube, das fixe ich mal kurz. Genau, das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Das entschuldige für meine Verpeiltheit. Er ist trotzdem nicht weg. Okay, wir haben also einen unheilbaren Grafikfehler. Sehr schade für das LP. Oder? Moment, dann stelle ich das mal wieder um, weil ich glaube, das war nicht die eigentliche Einstellung. Genau, das OpenGL, das hatte ich ja gar nicht für Pokémon. Ich glaube, das war nämlich die Einstellung, aber warum das Wasser da zu sehen war, weiß ich auch nicht. Aber ich schweife mal wieder extremst ab. Wir haben nämlich auch ein paar Sachen übersprungen, zum Beispiel den alten Palast, den haben wir uns gar nicht näher angeguckt. Da waren auch viele Trainer zu besiegen und Items zu finden. Und ja, das kann man ja gut mit Training verbinden und ich glaube, das wird auch wieder mehr ein Laber-Part. Weil ich mich auch ein bisschen dazu äußern wollte, warum jetzt so selten was kam und alles. Und ich habe ja auch noch, ich wollte eigentlich auch noch ein bestimmtes Thema ansprechen, so eine Story, die ich ja hatte, die mit was eher Assigem verbunden ist. Werde ich auch noch erzählen, wenn ich dazu komme. Genau, die alle hier müssten wir, glaube ich, besiegt haben. Genau, mit Lauro haben wir auch schon geredet. Aber ich wollte erstmal damit anfangen, warum jetzt kaum was kam. Es kam jetzt ja nur zwischendurch mal Mega Man und sonst gar nichts. Das lag mal wieder daran, weil, ich hatte Mega Man, da hatte ich mal Zeit gehabt einen Tag, da habe ich dann im Voraus direkt 10 Parts aufgenommen. Deswegen konnte ich jetzt da noch zwischendurch was hochladen. Obwohl, beziehungsweise ich habe eigentlich nur, ein paar zwischendurch, weil ich den Vorrat noch aufbehalten wollte. Ah, okay, den haben wir zum Beispiel noch nicht besiegt. Also gut, in Kämpfen, da kann ich mal viel labern. Und deswegen kam es diese Pausen. Lol, da ist Daniel. Weil jetzt einfach in letzter Zeit war viel, jetzt nicht Stress unbedingt. Ich habe eigentlich Zeit, nur das ist eigentlich, ich habe jetzt allgemein sehr lange Schule. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann sind oft so Sachen, zum Beispiel meine Eltern sind beide da und ich nehme dann ungern auf, weil, und das wäre ein Grafikfehler. Weil einfach, weil ich dann jetzt nicht so groß Ruhe habe, dann, weil dann klopft öfter mal einer oder, und dann, falls jetzt zum Beispiel so ein Essen kommt und sowas, und bei solchen Bedingungen, dann nehme ich ungern auf und dann kann ich jetzt auch nicht so laut reden, weil ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie meine Eltern oder wenn jemand hier ist, dass der mich gerne hier im Sonderfall mal brüllen hört. Kann ja auch mal passieren. Und sonst habe ich das ja immer in den Freistunden gemacht, auch jetzt habe ich jetzt gerade eine Freistunde, wo ich aufnehme. Sogar 2. Und, und die nutze ich dann eigentlich mal zum Aufnehmen. Mensch, die haben wir echt alle gar nicht besiegt. Und ihr seht doch schon, ich habe Herr Kuckel vorne, weil ich möchte versuchen, es in diesem Part weiterzuentwickeln. Damit wir eventuell schneller sind als Staloboar und dieses Staloboar ownen können. Und, und jetzt ist das so, ich habe mal in einem Info-Video gesagt, dass ich ja nicht viel Ruhe habe im Moment. Das Info-Video war ungefähr vor einem halben Jahr. Und die Situation hat sich erst so die Woche ungefähr geändert. Und jetzt habe ich halt wieder ein bisschen mehr Zeit dafür, jetzt Schule und YouTube unter einen Hut zu bringen. Jetzt diese Woche, wenn ich das jetzt hier hochlade, wird es trotzdem noch nicht die Woche hochkommen, weil ich jetzt erstmal ein bisschen Vorrat haben möchte. Nächste Woche werde ich Zeit haben. Da wird wohl, so ab Dienstag wird wohl wieder was hochkommen. Ja, zwischendurch werde ich, ich werde dann jetzt diesen Part werde ich jetzt auch noch im Laufe der Tage hochladen. Vielleicht noch diese Woche. Sagen wir mal, am Wochenende kommt der hoch, spätestens. Um echt nicht zu glauben, dass ich die alle nicht besiegt habe. Aber ich will es noch nicht ganz so viel hochladen, weil nächste Woche habe ich zwar ziemlich viel Zeit, es sind nicht mehr viele Klausuren. Und ich habe auch, Ruhe eigentlich.
Aber die Woche danach, das ist in meinem Fall die erste Osterwoche, die erste Ferienwoche der Osterferien, da fahre ich aber weg. Das heißt, ja, dann habe ich also wieder eine Woche keine Zeit, was aufzunehmen, weil ich dann halt weg bin. Aber ich habe ja noch glücklicherweise diesen, warum habe ich keine Stärke? Habe ich das echt noch keinen beigebracht? Moment, jetzt habe ich was verschoben. Ach, verdammt. Okay, gefixt. Haben wir wieder eine Fail-Aufnahme heute. Aber ich werde trotzdem mit Hilfe eines Partner-Uploads, den ich habe, werde ich zusehen, dass ich noch ein bisschen was hochladen kann. Obwohl ich mich den beiden das nicht beibringen. Pigment soll Kraftschub behalten. Ne, ich hole einen VM-Sklaven. Ich hole kurz einen VM-Sklaven aus der Box. Und genau, aber ich werde trotzdem... Es wird nicht jeden Tag was kommen, aber ich werde gucken, ich werde dann so jeden zweiten Tag dann wohl ein Video hochladen lassen mit dem Partner-Upload. Und ja, genau, ich habe im letzten Part ja so ein bisschen rumgebettelt, ob jemand Möglichkeiten findet wegen YouTube oder wie man das schneller hochladen kann. Und dann habe ich auch wegen Musik ein bisschen was rumgefragt. Während ungefähr ein paar Tage, nachdem ich den Part hochgeladen habe, habe ich eigentlich ständig eine Remix jetzt nebenbei noch hochgeladen. Was eigentlich die Frage beantworten sollte, dass ich eigentlich doch schon einen Weg gefunden habe. Das habe ich, glaube ich, auch mal in dem Infovideo erwähnt. Ich nehme jetzt mal Sonic einfach, der kann doch bestimmt... Obwohl, nee, guck mal, da ist einer der besten VM-Sklaven. Dann kommt so lange... Dann kommt Pletiamo so lange raus. Das Golbat, das Neo-Golbat. Und genau, aber ich habe eigentlich für beides schon Möglichkeiten gefunden. Für die Sache mit YouTube habe ich jetzt einen neuen Uploader, endlich. Und, okay, er kann es auch erlernen, der Naga. Und ja, mit der Sache mit der Musik, da habe ich auch noch ein paar Tipps bekommen. Ja, also habe ich einfach in einem Forum ein bisschen rumgefragt und dann hat sich die Frage auch geklärt. Also hat sich eigentlich vieles geändert. Genau, Itemradar an und jetzt mit meinem Fahrrad, damit es auch schneller geht. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was ich sonst noch überlege, ist bald, aber ich vermute mal erst nach dem Urlaub, das ist nämlich ein Skiurlaub, freue ich mich auch schon. Nach dem Urlaub werde ich wohl ein viertes Projekt aufnehmen, also ein viertes noch laufen lassen. Obwohl, na gut, die Tutorials sind das vierte Projekt, aber wir reden jetzt von Let's Play-Projekten. Und das wird wohl mal ausnahmsweise kein Nintendo DS-Spiel sein, also es ist kein Spiel aus der Nintendo-Reihe. Ich guck grad was. Einen Moment mal, ich sehe gerade, der Rand ist hier solo verschoben. So. Es wird nämlich ein Klassiker werden, den ich selbst noch nie komplett gezockt habe. Und ja, und dann wird es sogar mein erstes, ich sage es mal so, halbes Blind-Let's Play, weil ich kenne das Spiel, ich habe es gezockt, aber ich habe es nicht ganz gezockt, sagen wir mal so. Es gibt da mehrere Stories und ich habe nur eine davon bisher gespielt. Und ja, dann das war ich auch schon ein geiles Spiel und das würde ich gerne als dann noch zusätzlichen Angriff nehmen. Dann wollte ich ja gerne zusehen, dass dann zwei Videos am Tag kommen. Aber ja, das ist dann natürlich möglich, nur die Frage ist, wie lange das dann möglich sein wird, wie lange das dann anhalten würde. Also ich habe jetzt zwar in den Wochen immer ein bisschen Zeit, was aufzunehmen. Ich werde auch viel auf Vorrat jetzt aufnehmen. Vor allem in der zweiten Osterwoche, da habe ich auch nochmal Zeit. Da werde ich wohl, da habe ich auch keine Schule und alles, da werde ich wohl viel Zeit für YouTube nehmen. Weil ich auch... Oh, Gegenstoß, okay. Weil ich eigentlich doch YouTube ja auch als so ein Hobby sehe. Und da möchte ich auch gerne mehr für investieren auch. Also mehr für tun. Weil auch schon... Auch ein Grund, warum ich auf jeden Fall noch mit YouTube weitermache, seid... Ja, seid ihr alle eigentlich, die hier zuschauen. Denn jetzt vor allem in den Tagen, wo ich jetzt auch, sag ich mal, abwesend war. Oder wo... Oder auch mit den Tutorials und alles. Ich habe in letzter Zeit so oft positive Rückmeldungen gekriegt. Und ja, oder in letzter Zeit richtig viele neue Abonnenten, die dann auch mal wiederum wieder tolle Kommentare geschrieben haben. Und sowas motiviert einen echt, sowas, also da, das hat mich echt gefreut, dass man, ja, man sowas noch hört von Leuten.
Weil wenn man mal jetzt mal andere Let's Player sieht, die irgendwie versuchen, neu anzufangen, ich bin jetzt ja auch eigentlich ein ziemlicher Spätzünder. Die meisten fingen ja so mit 2009, 2010 an. Und sind halt was geworden. Okay, Holzkohle, die geben wir jetzt erstmal verkochen. Oder, obwohl der hat schon eine, oder? Hat er die schon noch? Ach, ach, stimmt, ich hab das so komisch. Und das freut mich natürlich schon sehr. Also das, überhaupt das alles, das motiviert mich einfach dann weiterzumachen. Also deswegen, ja, großes Dank an euch. Ja, großen Dank an euch, also nicht großes Dank. Oder großes Lob. Ach, er trägt schon Holzkohle. Ja, tauschen Holzkohle gegen Holzkohle aus. Und ja, als nächstes gehen wir in den alten Palast. Da waren auch noch viele Sachen. Ich glaube, da gab es auch noch ein paar Items zu finden. Ja, Verkokel entwickelt sich aus auf Level 36. Aber er muss, glaube ich, entwickelt werden, um hier weiterzukommen. Also, ja, und das, über das freut mich dann einfach immer, weil, ja, obwohl ich wieder auf ein, später mal ein bisschen mehr ein. Also positive Rückmeldungen und was sie, ich glaube, die würden jeden freuen einfach. Vor allem, weil ich sagen muss, wenn ich meine Let's Play-Anfänge gucke, also wenn ich jetzt so, ich sag mal so 9 Monate mal zurückgucke, ich mir das ja schon ein Dreivierteljahr ungefähr Let's Player, so ungefähr fast genau ein Dreivierteljahr. Und ja, wenn man mal guckt, wie ich dann angefangen habe, also wenn ich mich jetzt selbst gesehen hätte, jetzt da, ich fand's grottenschlecht, muss ich sagen. Meine ersten Parts, ich hatte, mein Mikro war noch nicht das Beste, ich habe mich da angehört wie ein Kiddie, fand ich, weil ich, naja, ich habe jetzt auch nicht gerade die erwachsenste Stimme, aber so, die kam ja so im Laufe der letzten Monate. Ja, also der Stimmbruch, der kam auch bei mir ziemlich spät, glaube ich. Beziehungsweise, nee, der kam nicht spät, der hielt lange an. Oder auch du willst noch kämpfen, sehr gut. Aber wenn ich jetzt mal so, jetzt auch mit dem neuen Mikro, wenn ich jetzt mal so die Parts gucke und jetzt auch mit der besseren Auflösung, die ich jetzt ja auch benutze, alles, finde ich das ja, finde ich das doch schon alles besser und das finde ich halt auch toll, dass das dann auch so gewürdigt wird. Und so, ja, und da, das freut mich natürlich, wenn das dann so weiterhin so bleibt und das ist ja auch der Grund, warum ich auch weitermache. Weil, ja, das ist einfach, man hat dann immer etwas, woran man sich klammern kann, diesen Kanal, man hat ein Hobby. Und ich muss auch sagen, dieses Let's Play, das hat auch meinen Charakter sehr positiv verändert. Weil jetzt auch im Privatleben. Also es sind viele Sachen, die, ja, also ich muss sagen, muss ich jetzt echt sagen, die Anfänge des Let's Plays, also überhaupt die, dass ich auf YouTube gekommen bin, das war eigentlich das Beste, was ich je getan habe, finde ich jetzt. Also so, ich sag mal, die beste Entscheidung, die ich nur treffen konnte. Und hier kann ich, glaube ich, nicht weiter. An der Wunderbrücke werden gerade Wartungsarbeiten vorgenommen. Aber ihr wisst, dass das jetzt Wunderbrücke heißt und gerade kein Item versteckt. Und auch so, überhaupt ist auch für Leute, wenn ihr irgendwie Probleme habt, weiß nicht, ihr seid depressiv oder seid völlig genervt und alles, ja, richtet euch einfach über jeden Scheiß auf. Dieses, macht irgendwas so jetzt, ja, zum Beispiel Let's Play und sowas, weil das macht echt frei, muss ich sagen. Weil es bei mir auch so, ich habe ja auch gesagt, ich bin ja ein Mensch, der im Privatleben nicht viel redet, auch wenn man es nicht glaubt. Ich rede eigentlich kaum, ich rede nicht wirklich viel. Und wenn meistens nur das Nötigste. Aber ja, und hier ist das beim Let's Play, ist das eigentlich der perfekte Ausgleich. Und wenn man dann noch so positive Rückmeldungen bekommt, da, ja, da freut man sich natürlich noch zusätzlich. Und ja, das hat eigentlich alles dann nur gute Seiten. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte jetzt. Also, ich bin eigentlich nur sehr dankbar jetzt auch, dass überhaupt selbst in den abwesenden Tagen, dass da noch so viel an Kommentare kam und alles. Und ja, ich kann ja mal, obwohl der Part ist auch schon gleich vorbei, wir haben jetzt 14 Minuten und ich sagte, ich will auch nicht mehr so lange aufnehmen. Ich will wie bei Mega Man bei 20 bis 25 Minuten bleiben. Denn wenn ich schon so viel auf Vorrat aufnehmen muss, dann will ich dann ja auch dann möglichst viele Parts haben und nicht wenig lange Parts, weil das ist einfach wieder zusätzliche Arbeit, das Hochladen dauert länger. Ja, man hat dann halt weniger.
Also man hat dann zwar vielleicht mehr geschafft in dem Part, aber insgesamt hat man dann weniger. Das kann man dann auch so gut. Dann ist das umso sinnvoller oder dann würdet ihr Zuschauer auch öfter freuen. Weil man jetzt kleine, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, anstatt jetzt jeden dritten eine halbe Stunde Part zu machen, freut man sich doch mehr, wenn es halt mal jeden zweiten Tag oder jeden Tag ein 15-Minuten-Part kommt. Deswegen werde ich jetzt dabei bleiben. Ich werde jetzt wohl nicht mehr so viel schaffen in den Parts, aber dafür werde ich sie jetzt nicht mehr so lang halten. Weil ich das doch schon ein bisschen sinnvoller einfach finde. Und ja, die Story, die ich ja noch erzählen wollte, ist eigentlich, ja, nicht... Na okay, ist auch nicht wirklich lustig, aber eher asozial. Das ist mir jetzt noch so zufällig eingefallen, aber wollte ich auch mal einfach loswerden. Und zwar, das war, ist es auch schon, glaube ich, mittlerweile einen Monat her ungefähr. Oder, ja, so 6 Wochen, einen Monat. Ach, genau, ich gehe mal. Ach nee, da ist ja ein Doktor weiterhin. Ich brauche meine Pokémon nicht heilen. Und, ja, das war so. Ne, ich war im Lidl, ne, hab meiner Mutter ein bisschen einkaufen geholfen. Dann haben sie Einkaufswagen geholt, einen Korb reingestellt, haben noch, die hat noch so ein paar Papiere drin gehabt. Und genau, mein Hut hat so eine ganze Handtasche reingestellt. Und ja, ne, wieso, ich so ein bisschen so gucken, was ich so brauche. Ja, was ist, meine Mutter hat kurz den Einkaufswagen hinter sich gestellt. Die ist kurz zur Obstabteilung gegangen, wollte, glaube ich, eine Paprika oder irgendwas rausholen. Drehte sich um, ne, Einkaufswagen weg. Und ja, mich auch hingekommen, dachte ich so, ja, okay. Aber was wir uns gemerkt haben, an dem Einkaufswagen war ein, wie heißt denn jetzt, da war ein weißer Einkaufsschip drin, nämlich, das war sogar mein Einkaufsschip. Und nun ja, aber das Dumme war dann diese Handtasche da und die Tasche, ne, da waren ja auch ganz viele wichtige Sachen drin, die war ja weg. Die haben nach 5 Minuten Suchen auf einmal in so ein, ich glaube auch in so ein Obstwarenfach, wurde so richtig reingeworfen, haben wir auf einmal diese Tasche dann wieder gefunden. Ja, meine Mutter geht sofort zu einer, zu einer Angestellten, hat dann schon mit etwas lauterer Stimme, weil wir dann natürlich auch, ich habe auch gar nicht verstanden, was los war, hat sich natürlich schon ein bisschen beschwert, so, ja, was hier die Leute Einkaufswagen klauen und sowas. Und ja, sind wir weitergegangen, haben uns den Einkaufswagen gesucht, weil wir wollten ja schließlich auch den Einkaufsschiff wieder haben. Weil ja schließlich war ja auch meiner sogar. Ja, jetzt muss ich ja mit 1-Euro-Stücken hantieren. Und ja, was ist da? Auf einmal geht mal so ein Typen vorbei mit einem Einkaufswagen, der so ziemlich, ja, der so ziemlich zerfledderte Klamotten hatte. Also der sah sehr, sehr ungepflegt aus, hatte ein kleines Kind im Einkaufswagen. Nun ja, und der hat sich schon irgendwie komisch verhalten, als wir an dem vorbeigelaufen sind. Ich drehe mich um, ich sehe auf einmal, der lehnt sich mit dem Arm an den Einkaufswagen, wo eigentlich, wo man den Chip ja reinwirft, lehnt er sich so voll auffällig gegen. Und ja, meine Mutter sofort, weil er so, Moment, also hat die extra so gesagt, dass er es auch gehört hat. Er so, Moment mal, da ist doch, das ist ein weißer Einkaufschip, der muss ihn doch eigentlich haben, ne? Was war? Der Typ rennt so, ja, geht mit schnellen Schritten weg, ne, kauft nichts eine, haut ab. Einkaufsschip weg, ne, Einkaufswagen irgendwo hingestellt. Einkaufsschip wohl mitgenommen. Ja. So einfach geht das. Fand ich einerseits irgendwie lustig, wie lächerlich das von dem Typen war. Aber andererseits finde ich das auch wieder traurig, dass, ja, dass manche Menschen so drauf sind, dass sie meinen, die können sich alles nehmen und sowas. Also ich finde es schade, dass, ja, dass viele so drauf sind. Das sind ja so diese typischen Assis, so wie ich die ja bezeichne. Hab ich ja, das habe ich schon mal angesprochen in einem Castlevania-Part. Und ja, und das war eigentlich wieder so ein Beispiel, wo einfach so ein What-the-fuck-Moment, wo man gar nicht, ja, wo man denkt, wie blöd ist der eigentlich? Und auch hier haben wir noch was. Felsgrab! Aber nichts gegen Turner. Vielleicht finden wir noch irgendeine Pflanzenattacke oder sowas. Würde nämlich auch noch helfen. Kann ich hier entlang? Nee. Ja, aber das... Auch hier noch ein Trainer. Oder Trainerin.
Und das fand ich schon richtig lächerlich. Und ja, jetzt mal ehrlich, warum machen solche Leute nur so einen Scheiß? Also ich kann es echt nicht begreifen. Ich habe mich jetzt natürlich jetzt nicht über den Einkaufsschip aufgeregt, kann man ja immer wieder einen neuen holen. Oder man nimmt einfach einen Euro. Aber ja, diese Art reg ich mich so auf, so wie, ja, wie manche Menschen miteinander umgehen. Zum Beispiel jetzt, naja, ich bin jetzt eigentlich ein Mensch, der eigentlich schon ziemlich höflich ist jetzt. Natürlich, ich habe ja auch, ich kenne auch ein paar Leute, gegen die hasse ich, na gut, die hasse ich nicht, aber die kann ich nicht leiden, zu denen bin ich natürlich dann nicht gerade so freundlich. Oder ich ignoriere die einfach. Aber so dieses, ja, vor allem bei fremden Leuten, jetzt zum Beispiel im Einkaufsladen, bei so fremden Leuten da einfach Sachen klauen und sowas, oder im Auto so doof anmachen, das geht gar nicht. Das ist also völlige Respektlosigkeit. Okay, eine Fagia-Beere. Ja, aber ich will jetzt auch nicht hier rummeckern und völlig rumragen und sowas, deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, dass es auch so Bekloppte gibt. Ey, und wenn derjenige jetzt zuschauen würde, ne? Ja, dann sage ich nur eins. Du bist so lächerlich. Ich hoffe, jetzt fühlt sich auch keiner angesprochen, aber selbst wenn, irgendwie stimmt das ja schon. Also, naja, es gibt Leute, die bauen einfach Scheiße. Ich finde es schade, sowas. Aber ich will jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Da habe ich jetzt auch echt irgendwie keinen Bock drauf zu diskutieren. Ich glaube, das weiß sowieso jeder Mensch, dass, ja, dass es viele Assis gibt. Und nun ja. Also jetzt mehr kann ich auch nicht dazu erzählen. Aber okay, wir haben doch nicht so viel trainiert, wie ich gehofft habe. Wir haben jetzt auch, ja. Was wir noch kurz machen oder was jetzt noch anfangen? In den alten Palast gehen. Ich glaube, da waren auch noch ein paar Trainer. Genau, da war auch da mit dem Symbolara, der die Taube erledigt hat. Oh, noch ein Item. Zeigt uns denn der schöne Detektor so. Genau, früher war es ja noch der Detektor, jetzt ist ja das Itemradar. Und ja, dann gehen wir noch mal kurz rein. Jetzt haben wir jetzt 22 Minuten. Aber es müsste eigentlich schnell gehen. Und ich glaube, ich werde auch mal Schutz kaufen und den auch einsetzen. Weil, ja, das dauert doch schon ziemlich lange. Vor allem gegen so unterlevelte Pokémon. Also, ja, nächstes Mal hole ich den Schutz. Vor allem hier ist das ganz schlimm. Weil gegen die kämpfe ich jetzt ja auch nicht, weil die sind dann 14 Level drunter. Da bringt es ja auch nicht mehr viel. Aber mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Aber ich glaube, wir können noch nicht so viel hier machen. Wir werden zwar später nochmal hier zurückkehren, aber ich glaube, jetzt im Moment können wir noch nicht so viel machen. Ja, komm, einen Kampf wollen wir noch machen und dann beende ich den Part. Ich hoffe, die hat jetzt nicht gerade 6 Pokémon. Sonst wäre es doch ein bisschen nervig, aber ich glaube, diese Psychos, die haben mal nur 1 oder 2. Na perfekt, die hat 2 Pokémon, die können wir noch kurz ownen. Und dann reicht das auch für den Part. Ich bin auch überlegen, ob ich Pokémon auch öfter Parts hochlade als in meinen anderen Projekten. Weil Pokémon, ja, weiß, ein ziemlich großes Projekt ist, denn es allein die Hauptstory dauert schon ziemlich lange. Also jetzt vor allem als Let's Play, wenn ich jetzt vor allem nicht so lange Parts mache. Und ja, und das alles, was nach der Story kommt, dauert noch ungefähr genauso lange, weil, ja, weil dann nochmal viele neue Wege offen sind, weil man dann doch noch vieles machen kann. Bei Pokémon Weiß 2 wird es noch schlimmer sein, also, na gut, nicht schlimmer, aber noch heftiger, da werden noch mehr Sachen zu sehen sein. Und die Story allgemein ist auch, ja, ziemlich lang, da man wird da viel trainieren müssen. Und ja, das wird dann, glaube ich, auch bestimmt 150 Parts einnehmen. Aber ich will sagen, wie gesagt, das reicht dann jetzt für den Part. Im nächsten Part gucken wir uns mal das hier an. Oder wir gehen mal die Treppe einfach runter. Also ich hoffe, euch gefällt es, dass jetzt mal wieder Pokémon gekommen ist nach langer Zeit. Also mir gefällt es auf jeden Fall, weil es nach wie vor eines meiner Lieblingsprojekte noch ist. Also dann Leute, bis dann und ciao!